Hallo Käse! 5 a.m. and we are in trouble. But we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. But it will still be there. No, they don't pick us up. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich so richtig als Begrüßung sagen soll. Denn normalerweise würde ich euch jetzt zu einem neuen Family-Vlog begrüßen, aber es ist eigentlich kein Family-Vlog. Es ist ein Video. Sehr gut, Jule, sehr gut. Aber es geht hier ausschließlich, und das sage ich deswegen auch gleich am Anfang, es geht nur ums Kochen. Ich möchte jetzt nämlich mit euch quasi live kochen. Ich habe ja schon ganz, ganz lange die Reihe Leckerschmecker und da sitze ich wirklich immer Stunden und 3 Tage dran, um das zu schneiden, um für euch das schön kurz, knackig und bündig zu machen und so ein bisschen ästhetisch wirken zu lassen, weil ich das sehr, sehr wichtig finde und auch schön anzusehen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ihr das gar nicht so gerne schaut. Also das Feedback ist gerade in den Lecker-Schmecker-Kategorien nicht ganz so on point, sag ich mal. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich viel mit dem Thermomix koche. Aber ich koche natürlich auch ohne den Thermomix oder viele Schritte ohne ihn. Wobei ich ihn liebe. Das Video folgt jetzt auch schon bald. Aber ich habe mir eben gedacht, ich bin weder frisch geschminkt, ich bin weder dabei gewesen, habe die Küche hier aufgeräumt. Ich bin ganz live hier am Vatertag. Ralf hat sich dieses Rezept nämlich gewünscht und weil sich so, so viele immer, immer wieder bei mir gemeldet haben, bei Insta und Co., wie dieses Rezept dann funktioniert und ob ich das bitte mal kochen könnte in Form eines Videos, mache ich das heute. Es gibt nämlich Leckerschmecker Süßkartoffel Hackfleischauflauf. Ich habe hier jetzt schon alles liegen und deswegen weiß ich eben nicht, wie soll ich dieses Video nennen. Ich habe einfach die Kamera jetzt hier auf meinen Kochtopf gestellt, losgebrubbelt. Wir waren den ganzen Tag am Strand, am Hundestrand mit Motte, Ralf, Omi und ich. Und es war so schön. Ich habe überall noch Sand. Ich habe meine Hände gewaschen. Das ist ja wohl klar, als wir nach Hause gekommen sind. Wir haben einen Kaffee getrunken. Ralf badet die Kleine jetzt. Und ich wollte jetzt loslegen und habe gedacht, komm, ich stelle euch jetzt hin und nehme euch mit. Ich werde ja sehen, wie euch das Ganze gefällt. Ihr könnt mir auf jeden Fall super, super gerne Feedback geben. Dann werde ich das öfters machen. Denn es ist für mich natürlich auch einfacher, einfach hier zu stehen und euch einfach so frei Schnauze zu erzählen, was ich tue und mache, anstelle die Kamera während des Kochens immer nochmal hin und her zu switchen und ordentlich für euch hinzustellen und so. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal so. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das bei euch ankommt. Probieren geht über Studieren. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall, was wir alles brauchen oder ihr besser gesagt in diesem Fall. Als ich das allererste Mal gemacht habe, ich werde euch das Rezept unten natürlich in die Infobox verlinken oder reinschreiben, was ihr braucht und wie es funktioniert, habe ich mich 1:1 an das Rezept gehalten. Ich bin so ein Mensch, ich muss immer das erste Mal, wenn ich etwas Neues koche, mich direkt an das Rezept halten und dann fange ich an danach, ja, immer so meinem Geschmack entsprechend das umzuwandeln, mal mehr Salz ranzumachen oder mehr Kartoffeln und weniger Fleisch und so weiter und so fort. Also es ist ganz individuell. Ich zeige euch jetzt als allererstes, was ihr braucht. Wir brauchen logischerweise Süßkartoffeln. Davon, ich glaube, 600 Gramm. Die Mengenangaben packe ich hier rein oder unten in die Infobox. Feta-Box wollte ich gerade sagen, weil wir brauchen Feta, Leute. Das ist so, so lecker. Dann eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe. Im Originalrezept sind es 2, uns reicht aber eine. Wie gesagt, Originalrezept packe ich euch rein. So wie ich es jetzt mache, zeige es euch. Dann brauchen wir Oregano. Sahne brauchen wir. Wenn ich das sehe, läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Mozzarella, gerieben einmal. Tomatenmark, ganz, ganz wichtig. In dem Fall eben auch so Utensilien wie eine Knoblauchzehe oder ihr schnippelt den Knoblauch. Das könnt ihr ja auch machen, wie ihr lustig seid. Dann einmal Hackfleisch. Ich habe die gemischte Variante genommen. Und ja, ist glaube ich ein Selbstläufer, ne? Ein Messer. Ich brauche noch einen Schäler. Ich bin so ein Schälertyp. Könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, wie das bei euch ist. Meine Mama zum Beispiel, also die Omi, die schält nie eigentlich mit dem Schäler. Irgendwie ist sie so eine Messerschälerin. Ich kann das gar nicht. Dann habe ich nachher noch so ein Stück Kartoffel und 300 Kilo Schale mit Kartoffel. Und ein Küchenutensil, was ich mir nicht mehr wegdenken kann, ist der Nicer Dicer. Damit mache ich nämlich nachher alles schön klein. Und würde sagen, es geht auch sofort los. Ich habe hier immer noch so eine kleine Abfallschale. Dann packe ich immer alles am Bio- und normalen Müll rein. Und dann sortiere ich das nachher in die, sag mal schnell, normalen Mülleimer, weil ich da jetzt keine Lust zu habe, immer hin und her zu laufen. Jetzt schnappe ich mir hier mal einmal die Waage.
weil wir brauchen 600 Gramm. Ich mache immer ein bisschen mehr, aber dass ich so ein bisschen eine Orientierung habe. Die beiden sind 841, wenn die Schale weg ist, das passt auf jeden Fall. Dann wird das Ganze jetzt logischerweise geschält. Normalerweise schäle ich die Kartoffeln im Stehen, aber da geht es schon los. Ich hätte jetzt nicht gewusst, wie ich euch am besten einmal hinstelle, damit ihr eben nicht nur meinen Bauch und die Kartoffeln seht, wie ich sie schäle, weil das ist ja auch ultra langweilig und vor allem voll unhöflich, wenn ich mit euch schnack. Kalle war auf jeden Fall heute das allererste Mal am Strand und das war so schön. Wirklich, er war total, ja, wie man halt so ist, ne, wenn man etwas Neues kennenlernt. Es war ihm zuerst so ein bisschen suspekt, aber alle anderen Hunde haben ihn, glaube ich, so ein bisschen motiviert. Und das ist wirklich richtig toll. Und dann hatten wir so eine Frisbee, die haben wir bei Teddy gekauft, mitgehabt. Und dann haben wir sie immer erst ganz zu Anfang, also wirklich Mini-Stufe angefangen. Das war so süß. Und dann ist er nachher aufgeblüht und war wirklich komplett drin. Und wir waren stolz wie Oscar. Das war so herrlich. Und wir hatten, ich glaube, 25 Grad. Und eigentlich haben wir gestern im Wetterbericht gelesen, dass heute der Weltuntergang schlechthin sein soll. Und das schon am frühen Vormittag. Heute Morgen wurden wir von der Sonne geküsst und geweckt. Und dann hieß es erst so ab 15 Uhr soll das starten. Da haben wir gesagt, komm, Vatertag werden wir nutzen bei dem schönen Wetter. Und dann ja, sind wir da hingefahren. Das ist bei Scharbeutz, Haftkrug. Da gibt es einen Hundestrand. Da war so viel los, ich sag's euch. Da war richtig viel los. Und natürlich schon die Profi-Hunde. Die sind da reingejumpt. Das war der Knaller, wirklich. Ich könnte mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, wie man die Süßkartoffel ohne Messer schneidet, ohne Schäler. Ich finde das sowieso schon voll anstrengend. Ich liebe Süßkartoffel, aber das Schälen ist echt super nervig. Jetzt muss ich einmal kurz umswitchen. Die Süßkartoffeln sind jetzt geschnippelt und dann könnt ihr die einfach im Ganzen abkochen, was natürlich ultra lange dauert. Ich schneide die immer schon in Scheiben, weil so werden sie nachher auch in die Auflaufform gelegt. Ach so, seht ihr, eine Auflaufform brauchen wir natürlich auch. Und eigentlich ein bisschen Muckis. Der Topf mit Wasser und ein bisschen Salz steht schon auf dem Herd. Da kommen die jetzt gleich rein. Jetzt aufpassen, dass der Finger gleich nicht ab ist. So, ich habe jetzt insgesamt hier, ich glaube, knapp 750 Gramm Süßkartoffeln. Ich spüle die jetzt noch mal einmal unter Wasser ab und dann packe ich die in den Topf mit rein. So, das reicht. Hier ist der Topf. Ich mache da immer noch diesen Schutz mit drauf, dann geht das schneller. Hier ist schon die Pfanne mit so ein bisschen, sag mal schnell, ich benutze immer von Vita Dor, das ist von Lidl, diesen Buttergeschmack Raffinesse, das ist die günstige Marke, weil ich mag alles anbraten und kochen hiermit anstelle von Öl. So, das ist erledigt, dann kommt jetzt als nächstes die Zwiebel und der Knoblauch. Ich habe schon mein ganzes Leben, seit ich überhaupt koche, ob früher Fertiggerichte oder aus Tüten, und man musste Zwiebeln schneiden, immer geflennt. Es brannte immer in den Augen und ich fand das immer total bescheuert, Zwiebeln zu schneiden. Aber ich liebe sie vom Geschmack. Also ich finde, wenn Zwiebeln irgendwo nicht dran sind, dann schmeckt man das auch. Und alleine deswegen lohnt sich schon die Anschaffung eines Neicherdeichers. Ich packe euch alles nochmal unten in die Infobox, falls ihr Interesse habt. Ich benutze jetzt diesen Aufsatz. Guck mal, der ist falsch rum. Dann packe ich einfach die Zwiebel da jetzt im Ganzen rauf. Nur einmal den hier. Achtung. Zack. Ist sie durch. Und hier auch. Perfekt. Und nichts bleibt drin hängen. Ich liebe das Teil. Und alle gleichmäßig. So kann ich sie jetzt schon mal in die Pfanne hauen. Ich mische das jetzt hier so ein bisschen mit unter. Und dann kann das Ganze jetzt andünsten. Das war echt eine große Zwiebel. Also so eine kleine reicht auch für das Hackfleisch. Aber ich esse das gerne.
Wie gesagt, das könnt ihr ja so machen, wie ihr das am liebsten mögt. Oder eben Sachen weglassen und ersetzen. Da kennt die Fantasie ja keine Grenzen, gell? Ich habe jetzt das Wasser einmal von dem Filter ablaufen lassen. Und den packe ich jetzt natürlich auch hier rein. Aber nimm dann den größeren Aufsatz. Also ihr könnt das, wer so ein Teil nicht hat, einfach hier rausnehmen und die Seiten dann wechseln. Weil der Stampfer befindet sich hier. Und es gibt noch zig andere Aufsätze zu kaufen. Wollte ich auch schon ewig und 3 Tage machen. Habe ich aber vergessen. So, jetzt hole ich mir das gute Stückchen aus. Und dann brauche ich den eben auch nur einmal vierteln. Ich mache diesmal einmal noch den Filter ein bisschen dünner. Normalerweise habe ich ihn im Ganzen da reingepackt, aber man hat natürlich mehr, wenn man ihn ein bisschen kleiner macht. Weil der wird nachher schön drüber gestreuselt. Dann wisst ihr, was ich meine. Das ist auch Heidis Lieblingsaufgabe immer beim Kochen, den Nicer Dicer zu benutzen. Habt ihr bestimmt schon öfters in den Vlogs gesehen. Das müsste reichen. Guckt mal, ist das nicht praktisch? Ich liebe das ja auch beim Kochen, wenn alles einheitlich ist. Das ist so ein kleiner Dachschaden, den man als Perfektionistin hat. Könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, weil viele in meinem Freundeskreis, also gerade die Mädels, da bin ich nicht die Einzige. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es bei euch die ein oder andere auch hat. In so einem Salat kommt das schon gut. Oder Obstsalat, Gemüse, ist ja ganz egal, wenn die Stücke alle so einheitlich groß sind. Kleiner Zwischenstand, ich habe jetzt gerade die Gunst der Stunde genutzt. Einmal schon mal alles in den Geschirrspüler geräumt, was ich verräumen kann. Hackfleisch ist jetzt hier drin und sonst noch keine Gewürze. Also ich habe früher das immer gemacht, Hackfleisch rein und sofort schon gewürzt. Aber auch da sollte man das erst ziemlich zum Schluss machen. Deswegen kann das jetzt schön hier anbraten. Die Süßkartoffeln, ja, die köcheln hier vor sich hin. Hupala. Und jetzt kommt gleich noch zum Hackfleisch ein bisschen Tomatenmark. Genau, so 2-3 Esslöffel. Ich hau da mal so ein bisschen rein. Und einmal die Auflaufform, da könnt ihr aber auch eine größere nehmen. Ich mag es aber lieber, wenn die Schichten höher sind, also so wie Lasagne, anstelle eine große und dann nur so dünn. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß gar nicht, welche Größe die hier hat. Steht leider auch nicht da. Ich schätze mal so 20 mal 20. Müsste ungefähr hinkommen. Jetzt kommen Motte und Ralf gleich runter, weil Heidi unbedingt bei Mama spielen möchte. Ich glaube, die haben sich jetzt eine Tasche gepackt mit ganz viel Spielzeug und werden das machen, solange ich hier sitze. Ich finde das ja total schön, wenn alle zusammen sind. Hast gemacht. Die Süßkartoffeln sind auch fertig. Die können aus. Oh, guckt mal, was Motte hier hat. Eine große Knetmaschine. Nee, die ist gar nicht dabei, ne? Aber das reicht auch. Aber einen schönen Korb hat sie sich geholt. So, ja. Hier, Vater, ne? Vatertag. Mama muss sich um das Essen kümmern. Ich bin ja mit am Start. Aber Mama ist ja hier, genau. Genau. So. Auf jeden Fall, was wollte ich gerade sagen, habe ich es vergessen, mir läuft auch nur die Suppe nur davon. Ich kann ja auch nicht Dunstabzug sauber anmachen, weil dann hört ihr mich damit. Deswegen habe ich jetzt eben noch das Fenster auf. Ich werde jetzt hier in das Hackfleisch, das ist jetzt durchgebraten, 2-3 Esslöffel Oregano schon Tomatenmark reinmachen. Ja. Ich mache das einfach immer nach Gefühl, aber mit einer Hand ist es auch nicht so einfach. Ich habe auch schon so einen Hunger. Okay, du möchtest Lisa? Lisa. Du möchtest Lisa. Okay, schaffst du es, Lisa? Alles klar. So. Das Hackfleisch ist jetzt auch fertig. Ich habe jetzt noch halt Oregano mit dran gemacht. Also ich sag mal so, das waren 1,5 Teelöffel. Das reicht uns auf jeden Fall aus. Und dann habe ich hier die Süßkartoffeln einmal abgegossen. Und dann können wir schon schichten. Abschneiden oder im Ganzen? Abschneiden. Welche Farbe? Welche Farbe möchtest du? Sprochen? Gelb. Ich wusste es. Ich auch. Ich habe auch gerade in der Nähe. Siehst du, gelb, freaky? Papa, auch. So, zeig mal. Nicht durchtasten. Aber das ist ja zu lang. Aber du machst die... nicht durchtasten. Alles klar. Komm, Kind, bitte sehr. Warte, dann kannst du so machen. Dann musst du das nicht schieben. So. Und? Nicht, dass die Welt zusammenbricht, weil ein Strohhalm abgeschnitten ist, ne? Richtig. So. So, Kinder, jetzt geht's los. Ihr müsst da echt aufpassen. Als allererstes kommen die Süßkartoffeln rein. Oh, das ist so heiß, ne? Das ist immer mein Hasspart, wenn ich das mache. Weil ich mir grundsätzlich die Pfoten verbrenne und es nicht abwarten kann. So. Zack. Komm
brauchst du die Rolle. Warte, und deswegen finde ich es eben praktisch, wenn ich vorher schon die Kartoffel schnippel. Ich glaube, im Rezept ist es nicht so beschrieben, sondern dass man es jetzt erst schnippelt. Aber das wäre mir zu heiß. Jetzt kommt das Hackfleisch drauf. Oh mein Gott. Fadi, da hast du dir was richtig Leckeres heute ausgesucht. Das verteilen wir dann schön. Der Feder. Von den Federn. Der Feder ist ein Feder von den Federn. Aber ich kann nicht. Musst du auch nicht, mein Schatz. Musst du de la grande. Mhm. Oh, Vater. So, und wieder eine Schicht. Heiß, heiß, heiß. Musst du de la grande. Jetzt kommt die Sahne, die Gott sei Dank nicht kaputt gegangen ist. Natürlich spritze ich mich voll. Einfach so oben drüber. Oh, lecky schmecky. Übrigens hatte ich das Hackfleisch noch gesalzen, ohne irgendein anderes Gewürz ranzumachen. Wir machen das nämlich immer direkt am Tisch. Aua, ah, verbrenne ich mich noch an der Pfanne, die hier steht. Sehr gut, Jule. Weil wir eben, wenn Heidi immer mit isst, nicht so stark würzen, wie wir es gerne mögen. Deswegen machen wir das dann direkt am Tisch. Und jetzt, Leute, Schmackofatz überall schön Käse drüber. Hallo Käse. Hallo Käse. Mit Mayonnaise. Hausgeist hat die Schnauze voll. Der geht. So. Ich glaube, das reicht. Obwohl, einer geht noch. Ist das nicht lecker? Was ist los, Purzel? So, nee, komm, hier ist noch Platz. Gracias. So, fertig. Und das Ganze kommt jetzt laut Rezept original 30 Minuten rein. Aber wenn ich es richtig schön durchkoche, dann reicht es eigentlich nur noch, dass der Käse schön schmilzt. Und deswegen reichen so 15 bis 20 Minuten. Müsst ihr halt gucken, je nachdem. Zack. Fix und fertig. Ich habe jetzt eben soweit schon die Küche aufgeräumt. Und mir ist so unendlich warm. Das finde ich auch mal ganz schlimm im Sommer, wenn es draußen so heiß ist. Und jetzt ist es ja schwül, auch so durch das Gewitter und den Regen, wenn man kocht, ne? Das läuft nur so, die Suppe, schön überall noch hin, wo der Sand eh schon ist. Ich wollte euch einmal zeigen, solange wir warten, bis es gleich fertig ist. Für eure Mäuse, das habe ich nämlich entdeckt beim Teddy. Genau, da haben wir das gekauft. Eine XX, da haben wir das gekauft. Ihr merkt selber, ne? Mhm. Eine XXL Wasserbombenpumpe. Gibt es in unterschiedlichen Farben. Und dann füllt man hier Wasser, also man schraubt das auf, packt hier Wasser rein. Und dann pumpt man das hoch. Und wenn die Kinder dann hier drücken, und natürlich vorher, ich kann euch das ja mal zeigen, ein kleines Tutorial, ja, packt man das hier vorne so ran. Also für ganz große Wasserbomben und für die kleinen. Und dann... kann man das schön vollfüllen. Das ist ja Heidis absolute neue Leidenschaft, Wasserbomben. Und es wäre die Krönung des Tages, wenn das Teil jetzt directly vor meiner Nase platzen würde, bei meinem Glück. Und das hat gekostet, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Okay, ich lasse es jetzt lieber so. Den kann Motti dann gleich nach dem Essen nochmal draußen hinwerfen. Oh Gott. 5 Euro, das ist echt günstig. Und in dieser Flasche war ein ganzer Haufen von diesen Luftballons drin. In unterschiedlichen Farben. Und ich habe gestern, oder doch, es war gestern, den ganzen Tag für Heidi Wasserbomben gemacht. Wer uns auf Insta-Story folgt, der hat es auf jeden Fall gesehen. Und et voilà, fertig ist das. Und wir hatten nämlich nur Luftballons und ich habe das immer am Wasserhahn gemacht und dann sind mir auch voll viele kaputt gegangen und das waren auch nicht so coole wie diese hier, vor allem die haben auch noch voll die schönen Farben und dann habe ich gedacht, wir brauchen neue, wir hatten, haltet euch fest, 50 Stück und es war so warm, wir waren ja eh wie die letzten Tage, auch wenn so geiles Wetter ist, wir sind ja zu 90% nur draußen und
ja, da waren 50 Stück dann auch schnell weg. Und dann haben wir, also Umi und ich, mit Motti noch neu gekauft und waren bei Teddy. Und da haben wir das gesehen. Das ist ja wohl der Knaller. Und sie hat das Ganze auch im Kleinformat. Da muss sie aber so sprühen, also wie so eine normale Sprühflasche. Die hat sie jetzt nur eben mit in der Badewanne gehabt. Dass sie halt selber das auch so ein bisschen motorisch üben kann. Was natürlich nicht funktioniert, denn es ist ja viel cooler mit dem Wasser alles andere voll zu spritzen als so eine Wasserbombe. Genau, und ansonsten habe ich eben echt tatsächlich überlegt, soll ich diesen Vlog, dieses Kochvideo, also Cook and Style, Cook and Talk, genau, hochladen oder lecker schmecken, ich habe keine Ahnung. Ich bin echt auf euer Feedback gespannt oder ob es euch langweilt. Das ist echt immer sehr, sehr schwierig. Vor allem habe ich auch in letzter Zeit irgendwie das Gefühl, dass voll wenig Leute meine Videos gucken oder unsere Videos, weil wir haben, das darf man nicht vergessen, also knapp 40.000 Zuschauer und es wird voll wenig geklickt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich meine, viele haben natürlich auch den ganzen Tag was zu tun, aber ich bin zum Beispiel so, ich gucke hier auch die Videos, wenn ich denn mal Zeit habe, weil ich meine Abo-Liste komplett aufgeräumt habe und wirklich nur die gucke, die ich auch gerne gucke. Oder eben dieses Glöckchen aktiviere, weil dann kriegt ihr auf jeden Fall Bescheid. Weil mich erreichen auch so viele Menschen immer, die schreiben, ich muss mal immer gucken, dass denen unsere Videos überhaupt nicht mehr angezeigt werden. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, was den Algorithmus von YouTube angeht, aber mal abgesehen davon, dass sowieso jeder, was das angeht, abkotzt, ist das natürlich echt doof, weil man gibt sich ja auch Mühe. Und der sieht sensationell aus. Wirklich sensationell. Mmh, yummy, schmeckt das gut. So, dann können wir auch futtern. Könnt ihr mir ja auch gerne mal schreiben, würde ich mich super drüber freuen. So, schön weg von Motte. Oh, der Papa wird sich freuen. Natürlich sind genau heute die Backhandschuhe in der Wäsche. Damit der jetzt runterfliegt, dann habe ich Geburtstag. Also wenn das nicht lecker aussieht, ne? Den weiß ich auch nicht. Also wer Süßkartoffeln im Allgemeinen sehr gerne mag, der wird das lieben, ne? Mit Feta. Und dann könnt ihr ja daran machen, was ihr wollt. Es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Guckt euch das mal an. Alleine wie der Käse so Fäden zieht, ne? Das liebe ich ja total. Oh, Schmackofatz. Et voilà. Futti ist fertig. Die hören mich gar nicht. Essen ist fertig. Und Papi? Mhm. Bueno, bueno oder was? Ich glaube sogar. Mit Abstand das allergeilste Mal. Ja, heute ist ja noch besser als sonst. Echt? Mhm. Hammer. Ich freue mich. Ich werde es mir jetzt auch auf jeden Fall schmecken lassen. Und habe jetzt gerade, das kann ich euch ja auch nochmal zeigen, auf Insta-Story gefragt, wie ich das Video nennen soll. Weil ihr sagt immer, ich inspiriere euch und gebe euch Tipps, aber genauso hole ich mir auch Tipps und ganz, ganz viele Sachen von euch. Ich bin gespannt, wie ihr votet. Wow, meine Sonne. Und alleine deswegen mögen wir den so gerne, weil Motte liebt das auch wirklich zu essen. Ja. Total gerne. Bis auf den Feta ist sie nicht so der Fan, aber alles andere drin isst sie. Ja, erstmal kaum. Ich habe hier schon die zweite Ladung. Es ist einfach nur köstlich, Leute, wirklich. Super, das höre ich am liebsten. Das ist das größte Lob an die Mama-Köchin, wenn das Kind noch mehr möchte. Ich will eine Soße. Du willst keine Soße? Mmh. Okay, Lieben, wir haben jetzt mittlerweile schon ein paar Stündchen später. Und so spontan, wie ich angefangen habe, muss ich natürlich auch noch euch verabschieden und spontan Tschüssi sagen. Wir sind alle geduscht, der Sand ist weg. Das Essen war bueno hoch 10. Oh, ihr könnt mir... Ralf ist schon müde. Ich sage, das ist irgendwie ein ganz komisches Video. Und Ralf ist dezent müde. Ich werde jetzt gleich mal gucken, wie ihr abgestimmt habt. Und dementsprechend auch das Video benennen. Und ich würde mich wirklich ganz, ganz doll über euer Feedback freuen. Soll ich weiterhin so die Kochvideos gestalten? Wirklich so spontan aus dem Tag heraus? Oder dann doch wieder das bisschen ja, schöner machen, wie eben Leckerschmecker immer war? Das liegt in eurer Hand. Und natürlich würde ich mich riesig freuen, wenn ihr dem Video ein Däumchen hoch gebt. Das ist das allererste Feedback, was man sieht. Und ich sage es ganz ehrlich, ich freue mich immer drüber. Also macht es gut, macht euch einen schönen Abend und bis, gute Nacht, Jule. Bis bald. Tschüss.